hoffe, es geht euch gut und ihr habt die Sequenzen, die ich schon vielleicht reingegeben habe als Video, es hat euch gut getan. Ich wünsche oder ich freue mich auch über ein Feedback, ja, auch Fragen natürlich. Ich möchte noch kurz sagen, ich bin auch freiberufliche Yogalehrerin, habe auch einen Krankenkassenkurs und mir ist es natürlich wichtig auch, wo ich frage immer erst in der Stunde, wie geht's euch und was habt ihr für Einschränkungen? Also wenn ihr Yoga praktiziert, ist es auch wichtig, erst vorher Rücksprache mit dem Arzt oder eurem Heilpraktiker oder der Physio zu wissen, darf ich die Übungen machen oder nicht. Das möchte ich euch noch mitgeben und ist mir auch wichtig. Ja. Und wir beginnen jetzt heute auch nochmal mit Pranayama, die Kapalabhati, die Zwerchfellatmung. Die spielt sich hier unten ab. Und du nimmst dazu die Hände an den Bauch, oberhalb vom Bauchnabel. Und jetzt mal erst entspannt. Und ich mache es auch erst vor. Einatmen und entspannt aus. Kapalabhati heißt Schein der Schädel. Und nur wenn du diese Übung beherrschst, dieses Ein- und Ausatmen, das, was manchen Anfänger am Anfang Mühe bereitet, dann lässt du bitte die Kapalabhati aus und bleibst hier nur in dieser Grundübung, dieses Ein- und Ausatmen. Weil die Zwerchfellatmung, die wir jetzt praktizieren, ist Einatmen und du stößt den Atem aus. Und ein, aus, ein, aus, ein, aus. Es geht schneller oder du machst es im gleichen Rhythmus. Ein und aus, ein, aus. Ein, aus, oder? Finde deinen Rhythmus, aber am Anfang bitte ich dich langsam, weil es kann auch hier zu Schwindel kommen. Bei Bluthochdruck sage ich dir, geh lieber in die langsame Form ein- und ausatmen. Aber ansonsten ist es eine Atmung, die sehr kraftvoll ist, also die ich jeden Morgen praktiziere für mich, weil das ganz wichtig ist. Und hinterher die Wechselatmung, die ich euch auch vorstellen möchte, zur Beruhigung. Gut, wir beginnen. Schließe deine Augen, richte dich auf, die Schultern entspannt, einatmen und entspannt aus. Und wieder ein und beginne jetzt. Das ist die gleichmäßige Form. Die Einatmung geschieht von selbst. Du darfst selbstverständlich deine Hände auf die Oberschenkel. Du darfst jetzt auch auf den Stuhl, wenn du merkst, ah, es macht mir Mühe mit dem Sitzen. Zwinge dich in nichts rein, sondern kein Leistungsdruck. Bleib bei dir, so wie du es gerade hast, wie du es für dich fühlst. Wenn du deine Blockaden wahrnimmst, dann geh entspannt nur in die rhythmische Atmung hinein. Und wir gehen nochmal. Entspannt einatmen, entspannt aus und ein und beginne jetzt. Wenn du das Gefühl hast, es geht dir gut dabei, erspüre dein inneres Feuer, vielleicht kommt Wärme auf, Agni auch genannt, Hitze. Nach dieser Übung, nach dieser Kapalabhati, sage ich dann an, du atmest wieder entspannt ein, entspannt aus und dann einatmen
Und dann hebst du mal die Atmung an und spürst, wie die Energie von der Wirbelsäule in den Kopf steigt, der schallende Schädel. Für den Anfang ist es natürlich viel, was ich ansage. Und dann bleib nur bei dir, ja? Also wirklich nur in diese Grundübung und lass dann das andere außen vor. Mit der Zeit, wenn du das Video vielleicht wiederholst, kommst du immer mehr in diesen Rhythmus rein, ja? Lass dir Zeit. Okay, wir beginnen noch einmal. Entspannt einatmen. Entspannt aus. Und ein. Und beginne jetzt. Einatmen, entspannt aus und wieder ein. Nur zur Dreiviertel deine Lungen füllen, Atem anhalten und spüren dein Licht mit einem Lächeln, deine Sonne. Lenke sie vom Beckenboden durch deine Wirbelsäule in den Scheitelpunkt des Kopfes mit einem Lächeln. Und wenn der Impuls kommt, wieder auszuatmen, lasse los. Um dich in die Beruhigung zu bringen, möchte ich mit euch noch die Brahmari praktizieren. Die Brahmari ist die summende Biene. Atmest ein mit, so, mit deinen Stimmritzen, so leicht schnarchendes Geräusch, so ganz leicht, und mit einem Summton aus. Auch hier, auch gerade für unsere Zeit jetzt hier, Bronchien reinigend, es ist eine wärmende, entspannte Übung, auch Schulter-Nackenbereich. Du nimmst auch deine Zeigefinger, schließt damit deine Ohrläppchen, so leicht. Und bleibst dann somit bei dir, hörst deinen eigenen Summton, Brahmari, die Biene. Das machen wir 8-mal. Entspannt einatmen, mit leicht schnarchendem Geräusch und beginne jetzt. Gute Übung, um jetzt in die Meditation zu gehen. Ich schließe diese Sequenz ab. Fühl dich gestärkt und genährt, beschützt und gesegnet. Namaste.